Ihr erforscht Geisteshaltung für eine Zukunft. Wenn wir erstmal bei der Gegenwart bleiben, wo stehen wir heute? Was zeichnet die dominierende Geisteshaltung aus? Die dominierende Geisteshaltung, da geht es für mich vor allem um das dominierende Beziehungsparadigma, würde ich mal sagen. Und das empfinde ich, ist sehr geprägt von einem instrumentellen Verständnis einer Mensch-Natur-Beziehung. Und nicht nur einer Mensch-Natur-Beziehung, sondern einer Beziehung des Menschen zu sich selbst und zu anderen Menschen. Hartmut Rosa hat darüber gerade ja auch in seinem Buch Resonanz geschrieben. Dieses instrumentelle Beziehungsparadigma ist aus meiner Sicht das große Spannungsfeld zwischen Mensch und Natur, dass der Mensch sich als Zentrum der Welt begreift und die Natur instrumentalisiert, um für sich Vorteile zu erlangen. Das empfinde ich eigentlich als die Wurzel hinter der aktuellen Nicht-Nachhaltigkeit, wo wir die Erde ausbeuten für unseren kurzfristigen materiellen Vorteil. Wie ist dieses Beziehungsmodell entstanden? Historisch? Wir fangen jetzt gleich ganz, ganz vorne an, das finde ich schön. Wie ist das entstanden? Das ist so eine unglaublich lange Geschichte. Ich kann das natürlich selber auch nur teilweise nachvollziehen, aber ich habe für mich ein Erklärungsmodell. Also ein Stück weit in unserem Kulturkreis, glaube ich, hat das wirklich viel auch mit der griechischen Philosophie zu tun. Einfach mit der Trennung zwischen Betrachter und Objekt. Einfach für analytische Zwecke so zu tun, als wäre die Welt da draußen und wir könnten sie betrachten, ohne involviert zu sein. Und gleichzeitig glaube ich, das ist auch nicht damals erst erfunden worden, diese scheinbare Trennung zwischen Mensch und nichtmenschlicher Welt, sondern ich habe ein Buch gelesen, was mich sehr beeinflusst hat, Ismael von Daniel Quinn. Vielleicht kennt ihr das auch. Das ist ein, ich glaube aus den 90er Jahren, ist das ein fiktiver sokratischer Dialog zwischen einem Gorilla und einem Schüler. Und der Schüler reagiert auf eine Anzeige, ja, Schüler wird gesucht mit ehrlichem Bestreben, die Welt zu retten. Und der die Anzeige liest, denkt erstmal so, okay, also das muss natürlich Quatsch sein, wer kann mir da schon irgendwie weiterhelfen? Aber sagt, ich will diese Möglichkeit auch nicht verpassen. Wenn da irgendwas ehrlich Gemeintes dahinter ist, dann möchte ich das wahrnehmen. Und er trifft einen Gorilla in einem Apartment in Manhattan. Und dieser Gorilla führt ihn dann in diesem Dialog durch einen Reflexionsprozess, was bedeutet es für dich als Schüler, Mensch zu sein? Und er dekonstruiert das schrittweise rückwärts, bis hin zur neolithischen Revolution, bis zu dem Moment, wo die Menschheit den Übergang gelebt hat von Nomadentum zur Sesshaftigkeit. Und er sagt, das, was er erklärt hat oder als Gedankenexperiment ausführt, ist, in dem Moment habt ihr als Menschheit eigentlich diesen Zustand von Vertrauen in die Fülle der Natur verlassen und die Natur instrumentalisiert, um für euch existenzielle Sicherheit zu schaffen. Sozusagen aus der Angst, ich weiß nicht, was ich morgen zu essen habe, und ich benutze jetzt die Natur, um für mich diese Sicherheit zu schaffen. Das als zentralen Gedanken verankert er eigentlich schon in der neolithischen Revolution vor 10.000 Jahren. Und das für mich dreht sich viel um diesen Übergang von Vertrauen zu Angst. Und ich finde das einen sehr schlüssigen Gedankengang, den er da aufbaut, durch den er den Schüler durchführt gewissermaßen. Und diese Instrumentalisierung der Natur heute, was sind die Folgen davon? Naja, die Folgen sind ich will es mal allgemein sagen, eine Kultur der Übergriffigkeit auf allen möglichen Beziehungsebenen des Menschseins. Im Nachhaltigkeitsdiskurs wird das gerne an sowas wie den planetaren Grenzen diskutiert oder auch dem Nachhaltigkeitsdonut von Kate Raworth, dass man sagt, es gibt gewisse Rahmenbedingungen sowohl des Erdsystems als auch Grundbedingungen des Menschseins, die es zu wahren gilt, damit wir eine nachhaltige Daseinsform oder eine zukunftsfähige Daseinsform leben können. Und da stellen wir fest, die überschreiten wir an allen Ecken und Enden. Ja, wir beuten Menschen aus, wir beuten die Naturräume aus, wir beobachten von der Überfischung der Meere über den Verlust von Biodiversität, den Verlust von kultureller Diversität. Aber für mich ist das wirklich Ausdruck, ich sagte gerade, einer Kultur der Übergriffigkeit, weil es sich für mich spiegelt in der Art, wie Menschen miteinander umgehen. Ich meine, nicht nur in der MeToo-Debatte, sondern in ganz vielen Stellen, glaube ich, haben wir mit Übergriffigkeiten von Menschen, anderen Menschen gegenüber zu tun, von Banalitäten wie einer Besserwisserei oder Machtdynamiken, dass man versucht, eigentlich die eigenen Vorstellungen anderen aufzudrücken, bis hin zur Übergriffigkeit sich selbst gegenüber. Also so ein Phänomen wie Burnout ist für mich der klassische Ausdruck einer Übergriffigkeit gegenüber meinen eigenen, nicht respektierten Grenzen. Und
das ist für mich eigentlich so die zentrale Frage. Woher kommt diese Kultur der Übergriffigkeit, dieses über die Grenzen, die Grenzen nicht wahrnehmen, innerhalb derer wir eigentlich stabil existieren könnten? Als Menschen selber, als Gemeinschaften, aber eben auch als Zivilisation innerhalb des Erdsystems. Du sagst, die Frage ist, woher kommt das? Mhm. Ihr fragt euch aber auch ganz viel, was könnte eine neue Geisteshaltung sein? Ist das richtig? Wie lautet da eure Frage? Also, oder euer Forschungsprogramm? Ich merke, ich zögere so ein bisschen, wenn du sagst Forschungsprogramm. Es ist auf der einen Seite Forschung und gleichzeitig ist es für mich mehr als das, was ich ursprünglich als Forschung gelernt habe. Also ich bin ja ein ausgebildeter Physiker und hatte das Gefühl, ich habe meinen Doktor abgeschlossen mit einem gewissen Verständnis, was Forschung ist. Und dieses Verständnis merke ich, ich weiß nicht, ob man sagen würde, erweitert sich gerade oder wird erheblich anders als das, was ich noch vor 10 Jahren als Forschung begriffen hätte. Aber da können wir vielleicht später noch darauf eingehen, was ist eigentlich Wissenschaft in einer solch komplexen Zeit wie der, in der wir leben. Also das Erste ist für mich eine Geisteshaltung. Das ist für mich an sich schon ein Problem, denn die Frage lautet eigentlich, was könnten Geisteshaltungen sein? Dies sind also auch eine Vielfalt der Herangehensweisen der Kultivierung des Geistes in Beziehung mit der Welt, die es uns ermöglichen, innerhalb einer solchen stabilen Lebensweise zu existieren. Und das würde ich ganz bewusst eben als, insofern ist das mit der Forschung so eine Sache, es ist ein Suchprozess. Eigentlich geht es um eine Einladung, sich auf diesen Suchprozess mitzubegeben. Denn das ganze Projekt entspringt der Beobachtung, dass der Nachhaltigkeitsdiskurs, den wir erlebt haben, sehr technokratisch geführt wird. Da wird gesprochen über, welche Technologien können uns irgendwie aus dem Klimadilemma retten oder was für große globale Regularien brauchen wir, damit jetzt alle Menschen auf diesen und jenen Pfad gelenkt würden oder hier einen anderen Pfad. Und das sind alles irgendwie Debatten, die ich unglaublich wichtig finde und denen eine zentrale Rolle zukommt. Und gleichzeitig, während ich in diesem Feld der Nachhaltigkeitsforschung arbeitete, merkte ich, da kam mir so ein Unwohlsein auf, einfach auch ganz persönlich menschlich, muss ich sagen. Ich arbeitete da nun auch viel so als, wie sagt man so schön, Facilitator von diesen transdisziplinären Prozessen. Also ich versuchte, Menschen ganz unterschiedlicher Hintergründe in einen Dialogprozess miteinander zu führen, dass sie sich gegenseitig besser verstehen und die Wissensformen, aber auch die Kapazitäten, die Einflussmöglichkeiten, die sie haben, miteinander verbinden können, um gemeinsam einen besseren Beitrag zur Bewältigung komplexer Herausforderungen zu leisten. Und da war ich ehrlich gesagt ziemlich bald sehr frustriert, denn dann war immer so viel Wissen im Raum und so viel Expertise, aber dass das überhaupt nicht im Raum war, war sowas ganz Banales wie Sozialkompetenz. Also das waren Räume, in denen die Menschen einander nicht zuhörten, sondern ich hatte das Gefühl, die halten den Vortrag, den sie eh schon x-mal gehalten haben und die anderen im Raum wissen das. Ja? Und wie viele Leute dann E-Mails checkten, während jemand anders seinen Vortrag hält. Naja, also ich glaube, das kennen alle aus der eigenen Erfahrung. Ich fand das entsetzlich frustrierend. Ich merkte, dann haben wir da 20, 30 unglaublich tolle Menschen, die aber aneinander alle vorbeireden. Und die auch gar nicht mehr wissen, was das heißt, einander zuzuhören. Sondern die eigentlich nur Positionen austauschen. Jeder sagt, ich glaube, das müssen wir tun. Der nächste sagt, ich glaube, jenes müssen wir tun. Und der dritte sagt, ich glaube, wir müssen das tun. Das war eine Ebene, wo ich merkte, da kann keine Verständigung stattfinden. Denn hinter diesen Positionen stehen ja implizite Annahmen über die Welt, ihre eigene Motivationen, Wertevorstellungen, die untereinander nie besprochen werden. Und im ganz extremen Fall, was wir bei uns im Team erleben, wenn dann jemand aus China und jemand aus den USA miteinander sprechen und die sprechen über die Strategien, was zu tun ist, dann beruhen all diese Strategien natürlich auf ihren Verständnissen, wie die Welt aufgebaut ist. Und die sind nun mal so unglaublich verschieden aus diesen unterschiedlichen kulturellen und philosophischen Hintergründen. Da kann keine gute Verständigung stattfinden. Und daraus entstand für mich so, und der zweite Teil war natürlich, ganz oft hatte ich das Gefühl, das ist eine reine Kopfdiskussion. Ja, wir können uns alle möglichen tollen Ideen ausdenken und die dann abstrakt diskutieren, aber erstens ist die Frage, geht uns das ans Herz? Also sind wir da wirklich persönlich mit involviert? Bedeutet uns das was? Oder sind das nur reine Gedankenexperimente? Und das Zweite, was ich
schwierig fand, war, dass diese Diskussionen dann oft eine Ebene erreichten wie, jetzt haben wir eine tolle Idee, das soll dieser und jener bitte machen. Und dann schreibt man daraus ein Papier für irgendeinen Entscheidungsträger oder irgendwen anders und sagt, das soll der und jenige machen. Aber die, die im Raum sind, sind ja selber mit verwoben in der Konfliktlage. Ich dachte mir, ja, wir können uns doch nicht ausschließen aus der Geschichte. Ich bin ja selber Teil des Problems. Wie kann ich meine eigene Wirksamkeit annehmen in diesem Problemfeld? Und daraus entstand der Wunsch zu sagen, ich möchte eine Bewegung mit initiieren, in der Menschen bereit sind, die Grundlagen des eigenen Weltverständnisses zu erkunden und zu gucken, wie sehr ist das Teil dessen, wie ich mich versuche einzubringen. Und das einfach in der größtmöglichen Offenheit, mal gucken, wie viel vertrauensvoller Raum dafür möglich ist, dass man das kann, denn das rüttelt ja auch an den eigenen Verständnissen des Selbst und der Welt. Das kann auch sehr unbequem sein. Und andererseits auch der Mut zu sagen, wie bin ich selber involviert in dieses Problem? Wo ist meine unmittelbare Wirksamkeit? Anstatt das Problem immer von A nach B zu schieben und zu sagen, der und jener müsste Folgendes tun. Damit fühlte ich mich nicht wohl. Und insofern, weil du sagtest Forschungsprojekt, das ist natürlich ein Forschungsprojekt, weil wir als Team für uns größere Klarheit darüber erlangen, was bedeutet das für uns. Und wir facilitieren diesen Lernprozess für alle, die sich für diesen Zusammenhang zwischen so einem geistigen Haltungswandel und Engagement für Nachhaltigkeit interessieren. Und gleichzeitig wird auf keinen Fall am Ende eine Geisteshaltung rauskommen, wo wir jetzt so sagen, übrigens, das und jenes ist dann die Lösung. Ja, weil ich glaube, allein diese Vorstellung von das Problem und die Lösung, mit der kann ich mich nicht mehr richtig anfreunden. Und welche Geisteshaltungen sind euch auf diesem Weg dann bislang begegnet und wie geht ihr vor, wie arbeitet ihr mit Menschen zusammen? Da kann ich natürlich jetzt ein Stück weit nur für mich sprechen. Also auch innerhalb des Teams haben wir da einfach natürlich eine Vielfalt. Wir schaffen zwar einen gemeinsamen Lernraum, also es ist uns wichtig, uns auch miteinander als lernende Gruppe zu begreifen und unsere eigenen Geisteshaltungen mit zu erkunden und zu transformieren. Und gleichzeitig sind wir da einfach immer noch extrem unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass wir da je an einer kompletten Gemeinsamkeit rauskommen. Deshalb fand ich die Idee so charmant, dass wir das Interview zu dritt machen, dass so ein bisschen auch die Diversität unserer aktuellen Perspektiven deutlich wird. Also ich spreche mal nur für mich. Und dann beziehe ich mich auch nochmal auf diesen Begriff des Anthropozän vielleicht, weil das für mich auch doch eine große Relevanz hat. Das eine, also einfach diese Vorstellung, dass wir in einer Zeit leben, wo die Menschheit als kollektive Kraft den Gesamtzustand des Erdsystems prägt. Das Wichtigste ist für mich überhaupt erstmal zu verinnerlichen und anzunehmen, dass ich als Einzelwesen, was auch immer ein Einzelwesen sein mag, ja, aber das selbst, das ich erfahre, komplett Teil des Gesamterdsystems bin, dass ich das nicht voneinander trennen kann, dass ich mich auf einer tiefen Ebene als wirklich Teil des Ganzen begreife. Das klingt jetzt irgendwie so banal, merke ich, wenn ich das ausspreche. Es ist aber definitiv nicht das, wo ich ursprünglich herkomme und auch nicht das, was ich eigentlich als dominantes Verständnis in der Welt, in der ich mich hier so bewege, vor allem im Westen, in der europäischen Kultur, erfahre. Sondern da merke ich, und es kommt zurück zu diesem Beziehungsthema, eine große Erfahrung von Distanz zwischen dem Selbst und der Welt. Und auch diese Vorstellung, die sich auch in dem Begriff des Anthropozän spiegelt, so als wäre da die Erde, auf die wir von oben gucken können, spiegelt auch eine gewisse Distanz. Und aus der kommt oft auch so eine Vorstellung von kontrollieren können, als gäbe es das Erdsystem, das wir einfach gut managen könnten. Und der erste Schritt ist für mich wirklich ein Annehmen dieser tiefen Integriertheit in diesem Gesamtsystem, in dem ich mich befinde. Da steckt nämlich eine große, also einerseits ist das eine sehr große Dimension, die ich dann versuche anzunehmen und gleichzeitig auch ein starkes Bekenntnis zu meiner Kleinheit. Denn ich bin eben wirklich nur ein Mensch in diesem Gesamtgewebe. Ja? Und ich sage jetzt einfach mal auch die Demut zu haben, zu sagen, so sehr ich mich um den Gesamtzustand der gesamten Erde irgendwie sorge und auch Teil meiner Gedankenwelt ist, so sehr nehme ich an, ich bin dieses kleine Partikelchen in diesem riesigen System, eine Zelle in diesem riesigen Organismus. Was ist denn genau mein Platz in dieser Gesamtwelt? Also viel hat das für mich mit so einer bewussten Selbstverortung in dem System zu tun.
Das an sich ist so ein langer Prozess. Ja. Ich bin mal gespannt, wo ich da in ein paar Jahren stehe. Aber im Moment merke ich, also jetzt in diesem Moment ist mein Platz hier, ja, im Gespräch mit dir. Und in einem anderen Setting, ich bin bei uns am Institut, bin ich in ganz bestimmten Beziehungsebenen und ich bin eben nur dort. Ich kann nicht Lösungen entwickeln für, keine Ahnung, eine Strategie der Bundesregierung in irgendeinem fernen Land, wo irgendwas gemacht wird, ja, wo ich merke, das ist nicht meine Beziehungsebene. Da kann ich mir vielleicht Sorgen drum machen, warum ist dieser und jener Zustand, über den ich lese, absolut inakzeptabel und ich finde es schrecklich, dass das so ist. Aber gleichzeitig zu akzeptieren, das ist vielleicht jetzt in diesem Moment nicht meine Wirkungsbeziehung. Und ich erlebe so viele Diskurse, wo wir uns Gedanken machen über Sachen, die so weit weg sind, dass wir unsere eigene Wirkungsebene vernachlässigen. Also dieses Annehmen meiner Kleinheit. Und gleichzeitig damit aber auch das Annehmen meiner Wirksamkeit in diesem kleinen Teil. Das ist mir ganz besonders wichtig. Die Demut, die damit einhergeht. In der Demut steht aber auch der Mut. Also ich finde, da gehört viel Mut zu, diese Kleinheit anzunehmen und dann zu sagen, ja, aber in dieser kleinen Rolle, in dem Beziehungsgefüge, in dem ich mich befinde, da bin ich ja nun mal wirksam. Also wofür will ich denn stehen? Was ist die Identität, die ich in diesem Gesamtorganismus einbringen möchte? Und da gehört für mich, eigentlich ist das auch wieder ein Aspekt von Demut, für mich dreht sich gerade ganz viel um die Vorstellung des Loslassens. Ich will jetzt nicht gleich in die Systemtheorie abdriften, aber ich komme so sehr aus einer Kultur des Machens, also diese Vorstellung, wir machen uns über irgendwas Sorgen und das müssen wir jetzt lösen. Und ich denke mir jetzt aus, wie wir das machen können. Und das in sich verkörpert schon wieder eine gewisse Übergriffigkeit aus meiner Vorstellung heraus. Dieses, ich reagiere auf die Folgen von Interventionen mit zusätzlichen Interventionen. Und in mir wächst immer stärker auch ein Vertrauen in die Selbstorganisation des Systems. Wenn, und das ist das Entscheidende, wenn ich dazu beitrage, dass ein Beziehungsgefüge oder ein Beziehungsparadigma gelebt wird, das konsistent ist mit dem, was ich mir für den Gesamtzustand der Welt eigentlich wünsche. Und das ist die große Herausforderung, finde ich. Also ich bin Kind einer Welt in einem, ich will jetzt mal im weitesten Sinne sagen, ungesunden Beziehungsparadigma. Und ich möchte aber gerne in einer Welt leben, die ein anderes Beziehungsparadigma manifestiert und ausdrückt. Und dieses Beziehungsparadigma kann ich nicht machen, dass es irgendwo gelebt wird, sondern ich kann es nur versuchen, selber zu leben. Und das ist so tief Teil meiner eigenen Konditionierung, dass ich die immer mit transformiere eigentlich an der Stelle. Also ich kann mich nicht selbst transformieren ohne mein Umfeld, ich kann aber auch nicht mein Umfeld verändern ohne mich selbst. Und das ist für mich so dieses Bekenntnis, wenn du fragst nach eine Geisteshaltung für das Anthropozän, dann geht es für mich um das Annehmen dieser Verwobenheit und das Bekenntnis zur Transformation meiner eigenen Beziehungskonfiguration in der Welt. Denn nur an der, glaube ich, kann ich wirklich wirksam sein. Und gleichzeitig ist die Multiplikation mit anderen natürlich Teil meiner Beziehungskonfiguration und dadurch bin ich nicht sozusagen, wie man das so oft hört, so der Tropfen auf den heißen Stein, sondern Teil einer sich transformierenden Bewegung, die an vielen anderen Stellen auch stattfindet und sich gegenseitig multipliziert. Wenn ich es richtig verstehe, beginnt Transformation aus eurer Perspektive ganz stark erstmal beim Individuum, beim Selbst. Und deshalb spreche ich ja auch viel von dem Begriff der Achtsamkeit. Mhm. Kannst du das vielleicht ein bisschen erläutern? Warum und welche Rolle spielt Achtsamkeit für euch? Also ich würde sagen, ja, aber beim Selbst, mit dem Begriff des Individuums bin ich irgendwie immer vorsichtiger. Ich weiß nicht, ob der Begriff für mich noch trägt, weil es in sich wieder diese Abgetrenntheit eigentlich verkörpert. Ja, der Begriff der Achtsamkeit, eigentlich geht es für mich dabei um das Kultivieren einer Sensibilisierung für die Qualität von Beziehungen. Also im Moment, wenn ich das richtig verfolge, erlebe ich Achtsamkeit oft auch etwas, was eben aufs Individuum geframed wird. Und sagen, ich sage jetzt mal so ein Klischeebild, so nach dem Motto, ja, ich arbeite den ganzen Tag irgendwie wie ein Ochse und dann gehe ich nach Hause und setze mich aufs Meditationskissen oder gehe zum Yogakurs oder machen, ja, und dann praktiziere ich da Achtsamkeit und dann fühle ich mich da irgendwie wieder zentrierter und wohler in meinem Körper und dann kann ich den Wahnsinn um mich rum auch wieder besser ertragen. Ja? Also
Da hat gerade ein Bekannter von uns ein Buch dazu veröffentlicht, dass man nennt das auch Mac-Mindfulness. Ja? Also so dieses, die Unertragbarkeit der Welt sozusagen durch Achtsamkeit erträglich machen. Das ist ganz klar nicht mein Verständnis und das, worum es geht, sondern die, und Achtsamkeit ist auch nicht etwas, was nur aus einem Kulturkreis kommt, sondern es gibt einfach so verschiedene, es ist eine Beziehungsqualität, wenn man so möchte. Und diese Beziehung zu mir selbst ist eine, die ich durch Achtsamkeitspraktiken fördern kann. Einfach wahrzunehmen, wie bin ich in diesem Moment eigentlich in Beziehung zu meinem Körper, zu meinem Denken, zu meinen Gefühlen. Also einfach eigentlich nur eine Sensibilisierungspraxis, wenn man so möchte, aber eine Sensibilisierung für den präsenten Moment, für das Jetzt und eine nicht wertende. Das erscheint mir was sehr Zentrales. Ich sprach vorhin von dieser instrumentellen Beziehung, das Wertende spielt da für mich auch eine große Rolle. Kann vielleicht später noch drüber sprechen, ein großes, großes Themenfeld, was Wertung mit der Welt macht. Was bewerten wir eigentlich? Und, naja. Die Achtsamkeit ist für mich insofern ein wichtiger Ausgangspunkt, weil sie uns hilft, sensibler zu werden für, was ist denn meine Beziehungskonfiguration in diesem Moment, jetzt gerade? Und das empfinde ich als eine unterentwickelte Qualität in dem Feld, in dem ich mich sonst bewege. Wir sind sehr im Kopf und wir sind sehr in der Zukunft und wir sprechen über alle möglichen Ziele und Strategien und so weiter. Und wie das jetzt in dem Moment ist und ob dieses Jetzt konsistent ist mit dem, was wir uns da eigentlich für die Zukunft wünschen, das wird gar nicht wahrgenommen. Auch ich merke, wie schwer mir das selber fällt, mal wahrzunehmen, wie sind wir in diesem Moment in Beziehung. Ja? Oder ich erinnere mich an Situationen, da macht das Umfeld ja auch viel. Du wirst auf einen Panel oder für eine Konferenz auf so eine Bühne geschickt. Was macht das mit deiner Beziehungskonfiguration? Du stehst dann irgendwie 2 Meter höher als die anderen und merkst eigentlich, das ist gar nicht die Art, wie ich mit den Menschen hier in Beziehung treten möchte. Ja, wie kann ich, damit ich so in Beziehung sein kann, wie es wirklich meiner Identität und meinen Werten entspricht, muss ich überhaupt erstmal wahrnehmen, wie ist diese Beziehung in diesem Moment. Und da empfinde ich Achtsamkeitspraxis als extrem wertvoll, um mich dafür zu sensibilisieren. Wenn wir da nochmal auf so einen historischen groben Überblick schauen, Achtsamkeit, in welche Tradition sie den knüpft es an? Wo kommt es her und wie kann es jetzt sich in Zukunft vielleicht vor? Also ich bin da nicht so bewandert, dass ich jetzt einen richtigen Überblick geben könnte. Das, was ich im Moment erlebe, da wird Achtsamkeit viel verstanden aus dieser buddhistischen Tradition. Deshalb sprechen auch viel von eher Mindfulness, die durch Jon Kabat-Zinn vor allem aus den buddhistischen Traditionen in den Westen gebracht wurde. Und gleichzeitig empfinde ich zum Beispiel, wenn ich Meister Eckhart lese, ja, da geht es so viel um Achtsamkeit. Ich weiß nicht, wie es kommt, dass jetzt im Moment eher die östlich gefärbte Achtsamkeitspraxis hier Anklang findet. Für mich ist das ein transkulturelles Erbe, wenn man so will. Und es gibt so unterschiedliche Praktiken für diese Sensibilität von Beziehungserfahrung. Jetzt haben wir halt irgendwie gerade einen Hype, ja, auch so einen populären Hype einer gewissen Tradition dazu. Es hat bestimmt Gründe, auch vielleicht so einer gewissen Sehnsucht, weil die östlichen Kulturen, die asiatischen Kulturen halt wirklich aus einem ganz anderen Beziehungsparadigma kommen, wo Achtsamkeit nie so eine individualistische Färbung hatte, wie sie jetzt bei uns aufgegriffen wurde, sondern immer eine Beziehungspraxis war. Wir hatten einen Kollegen, der das mal so betonte, naja, wisst ihr, also Achtsamkeitspraxis in Ostasien war nie irgendwie besonders das auf dem Kissen sitzen und meditieren, sondern das war die Art, wie gekocht wurde, die Art, wie miteinander an Essen angebaut wurde oder der Haushalt gepflegt wurde. Ja, das war einfach eine kulturelle Praxis, die sich durch alles zog. Wie kommen wir dazu, das jetzt in so einer Form von einer Meditationspraxis zu reduzieren? Insofern, also ich glaube, da gibt es ganz viele kulturelle Prägungen für und die wir gerade besonders stark im Westen erleben, ist halt eher die aus der buddhistischen Tradition kommt. Aber gleichzeitig vom buddhistischen Kontext sehr losgelöst wird im Moment. Wie lässt sich alles, was du beschreibst, jetzt für den politischen Weiterkommen in der Nachhaltigkeitsdiskussion, auch in der ganz konkreten politischen Handlung, fruchtbar machen? Ich merke, du willst noch mehr sagen eigentlich.
Nein, also die Frage ist sozusagen die nach der Dringlichkeit. Also viele Menschen haben ja im Moment so das Empfinden, dass es die Zeit drängt und suchen sich ganz konkrete praktische Lösungen und auf der Suche nach Antworten. Und wenn du jetzt vorstellst, du bist Politikberater für die Bundesregierung und die wollen jetzt wissen, an welchen Stellschrauben sollen wir denn jetzt drehen? Gibt es da Antworten drauf? Ja, genau. Finde ich extrem schwierig. Finde ich insofern wirklich schwierig, weil es dann doch wieder die Stellschraube von jemand anderem ist. Ich kenne die nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja? Was ich tun kann, ist, ich kann mich an die Seite von jemandem innerhalb des politischen Betriebes stellen und ihn dabei begleiten, sich klarer zu werden über, wofür stehe ich eigentlich, in welchem Beziehungsgefilde befinde ich mich und wie kann ich innerhalb dieser Konfiguration Wirksamkeit entfalten. Und da kann es sein, dass jemand an einer Stellschraube mitsitzt und sagt, ich sitze hier in diesem Büro, ich habe eine prägende Funktion und in diesem Büro entscheiden wir über dies und jenes. Ja, das kann ich tun. Das heißt aber nicht, dass ich ihm sagen kann, an welcher Stellschraube musst du drehen, damit das System sich in diese und jene Richtung bewegt. Das ist ein Riesenunterschied. Und das ist ein Problem, was ich als Wissenschaftler oder Experte oder Berater oft erlebe, dass du sagst, die Menschen erhoffen von mir, dass ich ihnen eine Lösung gebe. So, nein, kann ich nicht. Aber ich kann dich dabei unterstützen, für dich und dein Gefilde die bestmögliche Lösung zu finden und zu erkennen, wo bist du wirksam und wo bist du nicht wirksam. Denn die Realität ist auch, dass ich vielleicht glaube, Mensch, da ist doch einer Direktor von diesem und jenem, der muss doch an der Stellschraube drehen. Und wenn du mit dem persönlich sprichst, sagt er, nee, du, ich bin selber so getriebener von. Und dann kommt alles Mögliche. Und dann sagst du, oder ich kann mich damit nicht exponieren, wenn ich das mache, werde ich sofort abgesägt. Und lauter so Geschichten hörst du. Also alle Menschen, von denen ich dachte, wow, der kann es doch drehen, wurde ich sehr enttäuscht. Und das führt aus meiner Sicht immer zu einem Rumschieben der Verantwortung, wie ich es vorhin so ein bisschen skizzierte. Wenn ich jetzt sage, der und der Hebel ist es, und viele dieser Hebel mögen total toll sein, also sowas wie ein CO2-Preis ist bestimmt unglaublich wertvoll. Die Frage ist, kriege ich diejenigen identifiziert, die wirklich merken, meine Wirksamkeit ist verknüpft mit der Schaffung eines CO2-Preises? Oder diskutieren wir endlos über einen abstrakten CO2-Preis in der Hoffnung, irgendwer muss es doch machen? Und es gibt diesen Irgendwer nicht, sondern für mich ist das Makroskopische emergiert aus der Selbstorganisation des Systems. Und deshalb kann ich nur sozusagen das System befähigen, die eigene Wirksamkeit anzunehmen. Und dann kann ich sagen, bei dem erhoffe ich mir da mehr von, weil der ein großes Beziehungsgefilde hat. Ja, aber gleichzeitig, wenn ein großes Beziehungsgefilde ist, auch viel Abhängigkeit von außen. Ja, also da wirkt auch viel dann auf die betreffenden Akteure ein. So, komplizierte Antwort vielleicht, ja, aber ich habe große Hemmungen davor zu sagen, dass es gibt das und das politische Instrument und an dem muss jetzt gedreht werden. Aber ich habe großes Interesse daran und bin ich so ein bisschen vielleicht beim Verständnis, wie Hannah Arendt das Politische begriffen hat, Menschen innerhalb dieser politischen Strukturen darin zu stärken, zu sagen, für welche Werte stehe ich wirklich, was ist wirklich mein Anliegen und lebe ich und praktiziere ich konsistent mit diesen Werten. Und das ist beileibe nicht in der Großzahl der Fälle zutreffend. Damit hast du ja vielleicht die Geisteshaltung fürs Anthropozän schon sehr gut beschrieben. Und zwar? In den Worten gerade. Okay. Ist eine Antwort darauf. Also für mich ganz sicher, ja. Das war das, was ich ganz zu Beginn meinte, dieses Annehmen der eigenen Wirksamkeit im gleichzeitigen Bekenntnis zu der Kleinheit innerhalb des Systems. Ja. Das ist aber auch eine Desillusionierung, wenn wir mal ehrlich sind, weil ich viele Menschen kenne, die sich erhoffen, dass es irgendwie diese und jene Lösung gibt. Ich erinnere mich, wie ein Professor, den ich sehr verehrt habe, als ich Anfang, Mitte 20 war, einen Vortrag hielt und nach dem Vortrag fragte ihn jemand aus dem Publikum so: Sagen Sie doch mal, Herr XY, wenn Sie mein Großvater wären, ja, was würden Sie mir empfehlen, wenn ich mir wirklich Sorgen mache um diesen Planeten Erde? Ja, was würden Sie mir empfehlen? Und dann sagte der: Also wissen Sie, da würde ich Ihnen empfehlen, machen Sie erstmal richtig gut Karriere, verdienen Sie viel Geld und sammeln Sie auch viel Geld von anderen Akteuren ein, damit Sie innerhalb des Systems an einen möglichst großen Hebel kommen und den legen Sie dann um. Oh, da wurde mir, damals war ich noch, habe ich das noch nicht so richtig begriffen, ne? Da war mir einfach nur persönlich unwohl bei der Geschichte. Und ich dachte, das
glaube ich irgendwie nicht. Also zum einen erlebe ich, dass diejenigen, die das machen, bei diesem Weg so sehr korrumpiert werden, dass sie am Ende, wenn sie an irgendeinem Hebel ankommen, überhaupt nicht mehr die Menschen mit der eigentlichen Intention sind, die sie mal waren. Und zum anderen ist alles, was ich über Systeme verstehe, so, dass es diese Hebel in der Form nicht gibt. Punkt aus. Ja, da komme ich nicht drum rum an der Erkenntnis. Ich kann nicht so handeln, weil ich an diese Hebel nicht glaube. Ich glaube sogar, dass die Hoffnung auf diese Hebel uns daran hindert, unsere Wirksamkeit anzunehmen. Und das ist ein Zerstören von Hoffnung, dass jemand anders die Verantwortung übernimmt durch einen großen Hebel. Sondern ich muss annehmen, ich bin Teil dieses komplexen, selbstorganisierten Systems. Und der Wandel führt nur durch die Veränderung von Beziehungsmustern. Und dann bin ich voller Vertrauen, und das ist auch irgendwie eigentlich mein schönes Fazit, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Am Ende bin ich voller Vertrauen in das System, sozusagen. Aber nicht als in das System da draußen, sondern ich darf eben auch an einem gewissen Punkt loslassen. Ich muss nicht das ganze System verändern, sondern ich muss möglichst, oder ich, was heißt, ich muss gar nichts, ne? Aber mein Wunsch ist es, möglichst authentisch und echt innerhalb des Systems zu sein. Und dann, glaube ich, emergiert da etwas drumherum. Ja, dass makroskopische Phänomene in komplexen Systemen emergieren. Sie werden nicht gemacht. Und das ist, da empfinden, da, ich lese jetzt seit einem Jahr im Tao Te Ching, und da erlebe ich so viel von diesem Verständnis komplexer Systeme in einer uralten Tradition. Sehr, sehr interessant. Ich habe inzwischen gelesen, dass es auch in der chinesischen Kultur durchaus, da gab es eher die Welt als komplexes System begriffen und andere, die es als kompliziertes System begriffen. Und da sind ganz unterschiedliche Ethiken daraus entstanden. Und das finde ich hochspannend. Damals, wie wir jetzt aus einer naturwissenschaftlichen Brille, wo die Naturwissenschaft eine Zeit lang eher entstanden ist aus dieser zerteilenden Weltvorstellung, plötzlich über Dinge wie The Systems View of Life von Capra und ähnlichen, ja, plötzlich wieder in ein Weltverständnis kommen, was diese Erkenntnisse aufgreift und aus einer anderen Perspektive spiegelt. Vielen Dank.